Hallo, hier ist Tina. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um das Balzverhalten der Axolotl. Ihr werdet sehen, es ist sehr hektisch im Becken. Bei den Axolotln ist es so, dass das Männchen sein Sperma im Sand ablegt. Das Weibchen nimmt es dann später auf. Die Befruchtung findet dann im Körper des Weibchens statt. Das Balzverhalten kann durch mehrere Dinge ausgelöst werden. Entweder durch eine Veränderung des Lichts oder aber auch durch eine Veränderung der Temperatur. Manchmal ist es auch einfach nur ein Wasserwechsel. In unserem Fall wird es der Wasserwechsel gewesen sein, der etwa vor einer Woche gewesen ist. Das Ganze hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Es fing an, da war es noch dunkel am Morgen. Und als ich dann das Licht einschaltete, um zu filmen, hat sie das überhaupt nicht gestört, sodass ich die Aufnahme machen konnte. Also ein wenig hektisch ist es von Anfang an schon, aber ihr werdet sehen, das steigert sich. Also ich finde, es lohnt sich dran zu bleiben. Ja, und hinterher waren einige der Pflanzen ausgerissen, was ja wahrscheinlich kein Wunder ist, wie ihr sehen werdet, sodass ich die dann wieder neu einpflanzen musste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
hoffe, der Film hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.